Ja, hallo, grüß euch. Sag mal, wie kommen wir eigentlich auf den Gedanken oder wie kommt die Mehrheit eigentlich auf den Gedanken, dass wir unser Füllhorn leer kratzen können und dann, wenn irgendwie nichts mehr da ist, dass wir das nicht auffüllen müssen? Das verstehe ich nicht. Ich meine, ich verstehe die ganze Wirkungsweise nicht. Ich begreife nicht, wie es möglich ist, dass wir heute immer noch an das Mysterium des Lebens herumwerkeln, herumbasteln und uns die absonderlichsten Theorien ausdenken, wo doch der Fall eigentlich sonnenklar liegt. Wir alle wissen, was ein Bankkonto ist. Und wenn es voller Guthaben ist, ja prima, dann kann man das Geld ja mit vollen Händen ausgeben. Wir sollten, wenn wir gut beraten sind, dann sollten wir auch dafür sorgen, dass es nach Möglichkeit auch wieder aufgefüllt wird. Aber es gibt ja einige, die haben so viel Geld, die brauchen das gar nicht. Aber irgendwann ist das Guthaben aufgebraucht. Wie kommen wir jetzt eigentlich auf den Gedanken, dass wir es nicht nötig haben, unser Füllhorn aufzufüllen? Ich habe immer wieder davon geredet, Mensch Leute, bringt alles in eine Kristallschwingung. Da bringt damit ihr das Übel ausmerzt, damit ihr das Übel ausgleicht. Ich hätte es auch einfacher und viel prägnanter sagen können, wenn es mir rechtzeitig eingefallen wäre. Das Leben ist wirklich wie ein Füllhorn und es wird immer über dich ausgegossen, bis irgendwann das Füllhorn leer gekratzt ist. Und dann gibt es nichts mehr, wo du da bist du dann dabei, dann die letzten Reste aus deinem Füllhorn da rauszukratzen. Aber irgendwie geht das dann alles nicht. Und jetzt geht's los. Anstatt dass wir selber auf den Gedanken kommen, unser eigenes Füllhorn wieder aufzufüllen, nein, wir wildern bei anderen. Das geht sogar in Kirchen los. Da wird der erzählt, ja, Jesus Christus, ja, Jesus Christus macht das dann ja alles. Aber nein, die Gläubigen untereinander beginnen zu konkurrieren. Wer wohl doch besser ist. Na, diese Herren der Schöpfung sind schon mal fein raus, denn natürlich sind sie die Besten, klar. Die Frauen haben da die untersten Plätze und sowas alles. Aber irgendwie harmoniert die ganze Geschichte nicht. Es wird absurd und es wird lächerlich und eine Katzenkomödie zum Heulen. Und dann eines Tages haben wir es wirklich übertrieben. Vor allen Dingen haben wir angefangen, so viel in Revieren von anderen, also Revieren von anderen zu wildern, dass es einfach schauderhaft wird. Dass es einfach fürchterlich wird. Und uns steht das Wasser wirklich buchstäblich bis zum Hals. Und jetzt beginnen wir um uns zu schlagen. Wie ein verletztes Tier, was nach allen Seiten ausschlägt. Es ist ein Riesenproblem, aber da liegt die Sünde, Quatsch, die Sünde, da liegt die Begründung für Suchtkrankheiten, die Begründung für Gewalttätigkeiten, für extreme Kriminalität. Auch die Begründung für Pädophilie, die Begründung für Vergewaltigung, beschlagende oder prügelnde Ehegatten, männlichen oder weiblichen Geschlechts. Spielt gar keine Rolle, sind alle beide. Letztendlich sind alle davon betroffen. Wenn ein schwächerer Mensch auf einen stärkeren trifft und alle beide nicht in der Lage sind, alles in eine Kristallschwingung zu bringen und das Ganze auszugleichen, dann wird es immer in einem Krawall enden. Das liegt auf der Hand. Das ist ein logisches Gesetz. Hat doch keinen Sinn, dass wir da mit Frau Irene antwortet, dagegen ankrakehlen wollen. Das ist doch alles lächerlich. Ja, es gibt Kinder, die kommen praktisch völlig ohne Obdach, ohne Schutz, ohne wirklichen Schutz auf die Welt. Das war Ludwig Kirsch, der das mal dachte, der das mal sang. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Es gibt Kinder, die kommen ganz ohne Schutz auf die Welt. Der Sandmann, der haut ihnen Reißnägel in die Augen. Und der Schutzengel zeigt ihnen die Zunge. Ich glaube nicht, so wäre meist wie falsch zu liegen, dass sich hier viele, die das so hören, einige, wenn sie Pech haben, sie auch noch wiederfinden, aber einige auch davon das gut nachempfinden können, was das in etwa heißen mag. Es gibt Menschen, die sind völlig bar ohne jeden Schutz. Warum wohl? Weil das Füllhorn leer ist. Und jetzt sind die natürlich auf Charity angewiesen und auf Mitgefühl und was weiß ich was alles. Ich versuche dir jetzt zu sagen, dass du einiges zu tun hast, um an diesem ganzen Schutzgefüge mitzuarbeiten und dass das durchaus kein frommer Wunsch ist. Und dass das auch durchaus kein esoterisches Gefasel ist, sondern eine physikalische und reale, natürliche Notwendigkeit. Ich meine, ich wünsche dir wirklich ein gutes Leben und ein glückliches Leben. Ich wünsche es dir wirklich, weil ich habe keinen Grund dazu, es dir nicht zu wünschen.
Aber wenn du einer von denen bist, die gerade mal nicht gut bestrahlt sind, dann denke daran, dass es das, dass hier der Hase im Pfeffer liegt. Dein Füllhorn ist leer gekratzt. Oder sagen wir mal, es neigt sich zu, es geht zur Neige. Das ist nicht weiter tragisch. Das Spiel haben wir alle gespielt. Das Spiel kennen wir doch. Wer wagt sich am weitesten vor? Wer springt am höchsten vom Turm? Und so weiter. Aber dann auf einmal ist der Schutz, ist das Füllhorn leer. Und dann brauchen wir Nachschub. Und wir können auch ein bisschen was abheben. In einigen Fällen. Aber dann irgendwann einmal ist das Thema durch. Auf einmal, da ist wirklich nichts mehr zu holen. Ich habe mal vor ein paar Tagen gesagt, jetzt ist Zahltag. Was heißt Zahltag? Jetzt geht es darum, dass du deinen eigenen Fundus wieder aufstockst. Mehr ist das ja nicht. Und es ist eine mathematische und physikalische Gewissheit. Im Schlaf erholst du dich ja. Und bekommst du das so, dann bekommst du das so halbwegs wieder in die Reihe. Dann nimmst du eigentlich von deinem Guthaben. Dann hebst du ein bisschen was von deinem Guthaben ab, sozusagen. Darum fühlen wir uns am nächsten Morgen, meistens jedenfalls, ganz egal, was für Sorgen wir am Abend noch hatten, wir fühlen uns irgendwie noch ein bisschen besser. Und wir haben das Gefühl, wir schaffen das irgendwie noch. Dann haben wir was von unserem Füllhorn abgehoben oder von unserem Guthaben abgehoben. In sehr vielen Fällen gelingt das auch. Darum haben einige manchmal auch unverschämtes Glück. Macht was draus. Du hast das Glück nicht dafür da, dass du aus dem Fenster guckst, sondern einfach dafür, dass du sagst, okay, prima, super. Eine super ist eine geile Idee für das ganze Leben. Es ist immer es ist immer garantiert. Ich lande immer weich, aber diesmal, weil ich weiß, ich setze alles in die Kristallschwingung um. Was ich am bestürzendsten finde, ist, dass ihr auch Währungen schafft. Ich meine, Geld ist sowieso eine illusorische Sache. Aber zumindest hatten wir noch einen Gegenwert. Zumindest bis in die 70er Jahre hatten wir eine Goldpreisanbindung. Die hatten wir. Das war, wir hatten die Gewähr, also da haben wir nicht bloß ein Stück Papier in der Hand, sondern wir hatten auch die Gewähr, dass wir da einen reellen Goldwert für hatten. Aber dann wurde die USA übermütig und der Goldpreisanbindung fiel. Und jetzt haben wir eigentlich eine gewaltige, das ist alles Luft, aber noch glauben ja alle dran, Gott sei Dank. Noch glauben wir ja, wenn wir 10 Euro in der Hand haben, dass wir irgendwas haben, wo da auch noch reeller Wert wäre. Andererseits wäre das so oder so relativ idiotisch, weil was soll denn der Gegenwert dafür sein? Es lebt davon, dass wir das alle denken und alle glauben. Und jetzt erfinden wir eine noch größere Nullnummer, nämlich die Bitcoin-Währung. Das ist eine rein digitale Währung. Ein paar Zahlen links oder rechts. Mehr ist das nicht. Aber alle glauben es. Weißt du, so schlecht, das ist eigentlich nicht schlimm, weil solange das alle glauben, funktioniert es ja. Alles okay. Aber warum werden dann die Sachen verlacht, die ich sage? Oder wenn ich sage, hier Leute, ich bin Kartenlegerin, an dieser Stelle hört man ein verächtliches Schnauben von Professor Lesch und Co. Warum in aller Welt findet ihr das so lächerlich? Wenn ihr auf der anderen Seite das Lächerlichste glaubt. Oder sagen wir mal besser, müssen wir anders sagen, nicht versteht, warum euch das plausibel erscheint. Sagen wir es mal lieber so. Ich erkläre euch ja nicht alle für schwachsinnig und mich ja auch nicht. Ich sage lediglich, ich verstehe, warum ich es denke. Was hatte ich vorhin schon gesagt? Wenn du denkst, dann denkst du nur, du denkst. Aber du bewirkst damit etwas, du setzt einen Prozess in Gang. Und dieser Prozess sorgt für deine Schwingung. Und wenn diese Schwingung sehr hoch ist, füllst du dein Guthaben auf, dann füllst du dein Füllhorn auf. Warum du in verschiedensten Situationen des Lebens sehr viel Glück haben wirst. Einige haben dieses Glück gerade mal nicht. Da ist das einfach leer gekratzt. Das an sich macht ja nichts, wenn du das jetzt wieder auffüllst. Ich bin aber nicht sicher, inwieweit ich mein Guthaben wieder auffülle, wenn ich andauernd einen Messias anplärre und sage, hier, mach mal. Nee, der macht gar nicht. Der wartet getreulich ab, bis ich mal irgendwann auf die Idee komme, das selber zu tun. Irgendwann einmal habe ich dieses Kleinkindstadium verlassen. Ist gar keine Frage.
Ich sagte doch vor ein paar Monaten schon mal hier an dieser Stelle. Also als ich da wieder mit meinem Rosenkranz ankam, da fiel Christus beinahe in Ohnmacht. Er sagte, nee, aber, also erst einmal, habe ich dir denn gar nichts beigebracht? Doch, ich habe bloß nicht hingehört. Naja, kann ja passieren. Also mit anderen Worten, es ging darum, wende sofort alles in die Kristallschwingung. Damit machst du dich, sag mal, lebenstüchtig, lebensreif, lebensklug. Du verstehst deine Situation. Du verstehst auch, warum du in einigen Fällen echt blöde Karten gehabt hast. Denn so glücklich, wie du mal gewesen bist, und zwar richtig voller Triumph und voller Haha und Stärke und was weiß ich was alles, so bitter können wir uns dann auch fühlen. Das ist dieses himmelhochjauchzen, zu Tode betrübt. Glücklich allein die Seele, die liebt. Wieder, ja, Onkel Wolfgang Goethe. Glücklich allein die Seele, die sich liebt. Das heißt, sie sich selbst so sehr liebt, dass sie nicht auf die Idee kommt, andauernd nur von ihrem Guthaben abzuheben, sondern auch noch auf die Idee kommt, das Guthaben auch mal gelegentlich wieder aufzufüllen. Und nicht erst warten, zu warten, bis es 3 Sekunden vor 12 ist. Ich meine, wir haben die Möglichkeit, unser Pendel anzuhalten, das ist gar keine Frage, die Möglichkeit haben wir jederzeit. Wir können also jederzeit alles in die Kristallschwingung bringen, aber wir dürfen dann eben auch nicht erwarten, dass wir dann in dieser Zeit, werden wir das tun, gleich mit dem ersten Klassewagen fahren. Es wird gut gehen, es wird alles irgendwie funktionieren. Du schaffst das, du kriegst das gut hin. Aber es kann manchmal höllisch ungemütlich werden. Ja, gut, okay, haben wir jetzt auch verstanden. Gut, begriffen. Das hoffe ich. Ist ja gut für deinen Seelenfrieden. Keine Frage, jeder Mensch hebt nur bei sich ab. Also jeder Mensch geht nur an sein eigenes Konto und irgendwo sonst. Aber einige versuchen es doch. Und die will dann aber ganz massiv. Unsere Kollegen vom, unsere Onkel und Tanten von der Sozialpädagogik sind so ein Fall. Die will dann ganz massiv in den Gebieten der anderen. Die denken, dass sie es gut meinen. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, solche Kollegen meinen es meistens nicht gut mit den anderen, sondern mit sich selbst. Es gibt natürlich für viele Beteiligte eine Win-Win-Situation. Aber in der Sozialpädagogik wird das haarig, weil Sozialpädagogen den anderen zunächst einmal zu einem hilflosen Werkzeug macht. Das ist nicht besonders gut. Ich habe noch nie erlebt, dass ein Sozialpädagoge den Menschen, der da vor ihnen sitzt, als in irgendeiner Weise den Rücken stärkt. Eigentlich lassen sie ihn in dieser Bittstellerposition. Das hebt das eigene Ego, dachten sie. Falsch gedacht und nicht richtig hingeguckt. Keine Frage, wenn Menschen straucheln, müssen wir denen aufhelfen. Das tun wir schon deshalb, weil man uns auch aufgeholfen hat oder weil wir uns sehr gut vergegenwärtigen können, dass wir immer mal in eine Situation kommen, wo wir selber dringend Hilfe nötig haben. Und es gibt einfach Momente, wo es einfach, wo die Diskutiererei aufhören muss. Ich hatte es vor ein paar Tagen schon einmal gesagt. Es gibt Menschengruppen, wo nicht erst gefragt werden kann, warum, wieso und ist das jetzt auch in der Kristallschwingung? Feuerwehrmänner, Polizeibeamte, wenn die zu einem Notruf, wenn die, wenn der Notruf kommt, dann können die nicht erst fragen, ob das auch in der Kristallschwingung ist. Sondern die haben erstmal sofort loszulegen. Der Unfallchirurg, der Unfallarzt, genau das Gleiche. Aber bei unseren Fachärzten geht's los. Die wissen das nicht und die würden ja auch schön blöd sein, wenn sie es anwenden würden. Aber es ist ein Jammer für die Patienten. Wenn jemand 10 Jahre lang zum Arzt geht, dann hätte irgendwann doch mal dazwischen, muss jetzt der Groschen fallen, dass da mal irgendwann auch an sich selbst wirklich gearbeitet wird. Denn sonst haben wir den klassischen Fall, dass da jemand eine Therapie nach der anderen macht und irgendwann der Arzt sagt, ja, jetzt liegt es in Gottes Hand. Da frage ich mich doch, wo lag es denn vorher? Aber in Gottes Hand heißt in deiner Hand. Ich würde das nicht immer wieder, mich immer, ich würde nicht immer wieder mich zu Wort melden, wenn ich nicht die Befürchtung hätte, dass das für einige hier verdammt knapp wird. Und ich möchte euch noch etwas sagen. Und das ist eine haarige Geschichte.
Einige haben ihr Ticket bereits gelöst. Richtung Guantanamo, Richtung Ravensbrück, Auschwitz oder Bautzen oder irgendwo sowas in dieser Gefilde. Oh, ich meine nicht als unglückliche Gefangene. Ich meine als Wachpersonal. Wenn man davon überhaupt als Wachpersonal dann reden kann. Das ist kein Witz. Oder sehe ich aus, als würde ich lachen? Das ist alles andere als ein Witz. In dem Augenblick, wo du versäumst, dein eigenes Füllhorn wieder aufzufüllen, beginnst du in anderen Revieren zu wildern. In der irrigen Idee, dass es dir irgendwas bringen würde. Viele Menschen sind zu schwach, um ihr eigenes Guthaben dann zu verteidigen. Keiner wusste, wie das funktioniert. Alles in die Kristallschwingung zu bringen, heißt, dass dein Füllhorn unantastbar wird und nicht offen da liegt. Und ich meine, die Notwendigkeit liegt doch auf der Hand. Keiner geht aus dem Haus, ohne die Tür hinter sich zuzumachen. Oder du gehst aus dem Haus und lässt 2.000 € auf dem Küchentisch liegen und lässt Tür und Fenster sperrangelweit auf, dass jeder reinsteigen kann, sich das nehmen kann. Aber offenkundig nicht. Und im Jenseits funktioniert das auch, genau so. Und um es noch einmal zu sagen, der Geist dirigiert die Materie. Das heißt, die Materie ordnet sich dem Geist unter. Die Materie pfeift oder bewegt sich so, wie der Geist es befiehlt, wie der Geist es dirigiert. Und der Dirigent deines Lebens bist du. Aber je nachdem, wie lange du das vernachlässigt hast, desto entsprechende Situation hast du noch vor dir. Du kriegst sie abgebaut. Absolut. Du kriegst sie abgebaut. Natürlich. Jeder, der alles in die Kristallschwingung bringt, bekommt das, was da so ins Haus steht, abgebaut. Natürlich. Es ändert die Grundsubstanz unseres Lebens. Man könnte auch sagen, es ändert die Zeit, in der wir leben. Denn natürlich ist es ein Riesenunterschied, ob du deine Zeit damit verbringst, alles in die Kristallschwingung zu bringen und doch zumindest jede halbe Stunde oder Viertelstunde daran zu erinnern, dass du das tust und dass dein Geist es automatisch macht und er wird das, der braucht eine andere, der muss antrainiert werden, klar. Aber dann weißt du das auch, dass das auch so passiert. Und bevor dir irgendjemand vor den Karren fährt, und Luft holt, noch bevor er Luft holen kann, um da irgendwas loszulassen, ist das bereits bei dir in der Kristallschwingung. Das heißt, du reagierst schon gar nicht mehr auf irgendwelche Anfeindungen von außen. Und damit fahren wir alle sehr gut. Und wir beginnen, das furchtbare Durcheinander hier abzubauen. Bevor das einer der Staaten wird, von dem man nur denkt, oh Gott, ich zieh weg. Und dann ist die Frage, wohin? Zurzeit leben wir sicherlich in einer der besten Ordnungen, die man sich vorstellen kann. In Demokratien sind es immer eine gute Sache und ich nehme an, dass du in verschiedensten Ländern dieser Welt eigentlich ganz gut leben kannst. Eigentlich in allen Ländern, wenn du dich in eine hohe Schwingung bringst und alles in eine Kristallschwingung bringst. Und ja, eine Schwalbe macht doch keinen Sommer. Und ein Zwilling kommt selten allein. Das heißt, in dem Augenblick, wo du das tust, sind wahrscheinlich sehr viele um dich herum, die es auch tun. Das ist deine ultimative Lebensversicherung. Und als ich gesagt hatte, das ist die ultimative Reinigung, war ja wohl offenkundig, dass das dann auch für alle Nationalitäten gilt und für alle Glaubensrichtungen. Du kannst bei deinem Gott und an dem du was schon ein Kind hat, dann glaubst oder die Maxime, der du oder deiner Geisteshaltung, die du schon seit was weiß ich wie vielen Jahren, seit Jahrzehnten pflegst, das kannst du ja beibehalten. Kein Thema. Aber bitte bringe es in die Kristallenergie. Es ist anzunehmen, dass sich dein Denken dann ändert. Das ist schon möglich. Aber wie das eben so mit Kinderschuhen ist, ne?
Was einem mit 3 Jahren gepasst hat, das passt einem mit 10 Jahren nicht mehr. Aber wir sind hier in einer Entwicklungsphase. Das waren wir schon immer. Das war nur in der Mittelalter, war das erbärmlich langsam. Grundgütiger. Da kam ja bei einem Steckentempo. Ja. Aber wir waren eben noch nicht so weit. Außerdem waren wir dabei, all das auszubaden, was wir früher verhackstückt hatten. Menschen, die sich im Mittelalter wiederfinden, haben genau dieses Bewusstsein dafür. Und offenkundig laufen hier immer noch welche rum, die so gerne wieder im 3. Jahrhundert wären. Naja, Reisende soll man nicht aufhalten. Du kannst dich durch die Zeit bewegen, sowohl vorwärts als auch rückwärts. Kein Thema. Und wenn du das Bewusstsein mitbringst, im 16. Jahrhundert nach Christus zu leben, dann bringst du ihm das auch mit. Du wirst eine Wirklichkeit vorfinden, in der die Menschen halt alle so reagieren wie im 16. Jahrhundert. Ja, gut, okay, bitte. Also wehren tue ich ihnen nicht. Also wenn die das so gerne möchten. Bitte, wenn sie wollen. Allerdings frage ich mich, was an Hexenverbrennungen eigentlich lustig sein soll. Und was dazu führt. Und was daran lustig sein soll, was dazu führt. Das weiß ich nicht. Mir ist das von diesem einen bibeltreuen Christen, den ich ja dann doch mit einer gewissen Schadenfreude, ich gebe es zu, ehrlich gesagt, also dann doch kommentiere, wo ich dann immer sage, ach sag mal, und was hast du gedacht, wie Jesus das macht? Und auf die Idee, dass du dann auch mal was in die christliche Energie bringst, so just for a change, anstatt immer wieder Petrus und Paulus zu zitieren, das ist nicht ganz gescheit. Ich dachte, man kann es ja mal ausprobieren. Sag mal, am Anfang war es noch so, ach Gott, ich bin schon trotz allem Gottes Segen und so weiter. Aber jetzt wurde es schon scharfzüngiger. Also dass ihre nichtsnutzigen Kommentare. Oh, dachte ich. Was gilt die Wette? Wie lange wird es dauern, bis wir ihn so weit haben, dass er mit Steinen nach mir wirft? Wie lange dauert es? Was gilt die Wette? Mal sitzen? Mal sitzen? 1 Jahr? 2 Jahre? 5 Jahre? Wer bietet mehr? Wer bietet weniger? Das wäre bei ihm eine interessante Sache. Also jetzt hier in der noch halbwegs zivilisierten Gesellschaft würde das dauern. Aber was glaubst du wohl, was passieren würde? Also ich weiß nicht, ob das ganz so klar ist und ob das jemand jetzt zum ersten Mal hört. Da gibt es einen bibeltreuen Christen, der also andauernd was davon erzählt, du sollst die Bibel lesen und so etwas. Und ich sage, na Gott, dann bring doch alles in die kristalline Energie, dann hast du es ja auch. Und dann würdest du deinen Jesus Christus nämlich nicht mehr vom Kreuz holen. Also es gibt nämlich also einige, die scheinen ja oft noch daran damit zu leben, Jesus Christus hängt dann noch immer noch am Kreuz und leidet für sie, dafür ihre stellvertretend ihre Schmerzen da. Und ich würde mal sagen, wir holen die dann mal schon nichts vom Kreuz, wenn du das doch so denken solltest. Und dem würde mich alles selbst in die Kristallenergie bringen. Also wenn ich Jesus Christus so liebe, dann würde ich doch sagen, dann mache ich doch mal das. Unser Freund, der bibeltreue Christ, R.Punkt abgekürzt, war nun nicht dieser Einsicht und fing da also an, mich dann wirklich richtig so mit so eine Gegenkante zu geben. Na gut, ich meine, ich liebe sowas. Und abgesehen davon kann ich es nun mal nicht lassen, immer noch mischen dagegen an zu kakeln. Ich kann es mir eben nicht verkneifen, genauso wenig wie es sich ein Kind verkneifen kann, in einen Luftballon zu pieken. Das ist einfach so. Na, und jetzt fängt er also an. Ihre nichtsnutzigen Kommentare. Die Daumen doch wohl nicht ernsthaft, dass ich das lese. Schade. Dass er das nicht liest, meine ich. Also erstmal deshalb, weil wenn er es nicht liest, kann er ja nicht wissen, dass es nichtsnutzig ist. Also wer will es denn wissen? Und zweitens ist die Idee eines Christus Jesus von Nazareth und dass er der Messias ist, basiert ja nun mal darauf, dass er alles reinigt, dass durch Jesus alles gereinigt wird. Jesus aber steht der Kristallenergie vor. Er war ein Prototyp der Kristallenergie. Okay. Und wir müssen es ja nicht so weit kommen lassen, dass wir alle selber am Kreuz hängen. Das ist ja die Idee dahinter. Dass wir das eben nicht müssen, sondern dass wir alles im Vorfeld schon mal in die Kristallenergie bringen, sodass es keinen Ärger gibt. Wenn man das unterlässt, dann landet man am Kreuz und genau das ist das Problem. Jesus hat wahrscheinlich mit seinen Aktivitäten etwas übertrieben und vielleicht auch deshalb, weil das sein musste, eben weil damit es so etwas gibt, damit man sieht, was passiert. Gut, okay, von mir aus. Aber
ich habe keine große Lust, der mal einen zu Gekreuzigten zu gehören. Oder ich habe keine Lust, irgendwann unter einer Folterinstrument zu liegen. Ich habe keine große Lust, meine spanischen Stiefel anzuprobieren, wenn du das meinst. Und das muss ich alles nicht. Und ich sterbe auch nicht für meinen Glauben. Ich verstehe ihn dann ganz einfach nur. Und das ist auch kein Glaube. Das ist ein Wissen. Es ist eine simple Logik. Das ist eine ganz simple Logik. Zu viel Hitze und das Essen verbrennt. Zu wenig Hitze und das Essen bleibt halb gar, bis immer noch roh. Das kann doch so schwer nicht zu verstehen sein. Ich hatte es auch versucht vorhin, indem ich sagte, Mensch, du guck dir mal die Rosenkranzgebete an, dann denke halt daran, Herrgott nochmal, Mutter Maria, das ist die Lebensspenderin, Ave Maria, Eva, also mit anderen Worten, vorwärts, rückwärts, gibt es Sinn. Also einmal willkommen und dann aber, dass das Leben kommt dann in Fülle. Aber wenn das Leben in Fülle kommt, dann kommt auch das Füllhorn. Und da muss es schon voll sein, damit da auch wirklich was Ordentliches bei rauskommt. Und wenn wir vergessen, es in die Kristallschirme zu bringen, dann wird es wohl austrocknen. Oder was sagtest du, was einer Blume wird, wenn man die nicht gießt? Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ich geb mir alle Mühe. Ich hatte das, weißt du, warum ich das tue hier? Aus einem ganz einfachen Grund. So wie ich jetzt hier meine Videos mache, so hat man auf mich eingeredet. Jahrelang. Och, Frau Kanne ging so lange ins Kino. Man hat mir das von vorne, man hat mir das gleich gesagt, von Anfang an. Ich habe es nicht verstanden. Das war zu verzerrt, das war zu weit weg. Ich habe das gar nicht richtig begriffen. Und als dann die Jahre endlich mal gut wurden, ach, was war das toll. Aber dann ging es los, dann haute ich zu sehr auf den Putz, wenn man so will. Dann haute ich noch meinen letzten Groschen aus meinem Füllhorn sozusagen weg. Und das war das Problem. Es kam zu wenig rein. Nicht, dass ich kein Geld verdient hätte, das hatte ich schon. Aber mein Problem war einfach, dass es war nichts in der Kristallschirmung. Man könnte sagen, die ersten 20 Jahre, ja, jetzt, und die, die mich schon länger kennen, halten sich jetzt erstmal kurz die Ohren zu. Ja, es ging mir halt die ersten 20 Jahre nicht gut, meine Eltern konnten mit mir und die umgehen, tralala. Aber ich habe das Füllhorn gebraucht, um diese Zeit zu überstehen. Und das war Gott sei Dank gefüllt. Gott sei Dank. Glück gehabt. Ich habe es überstanden. Aber ich habe es nicht verwunden. Das lag immer noch da und wartete darauf, in die Kristallschwingung zu kommen. Aber Frau Kanne hatte ja was anderes zu tun. Sie ging auf eine Party. Anfang der 20er, also als ich dann so 20 war, das war so in den 90er Jahren, der Anfang, der, also die 90er Jahre waren, also bis zum Ende der 90er Jahre, die 10 Jahre waren einfach eine geile Zeit, war einfach toll. Ja, gut, okay, aber dann. Da tat ich ja nichts. Und keiner konnte das für mich machen, wirklich nicht. Auch ein Christus Jesus von Nazareth nicht. Ich sagte ja gerade, als er mit meinem Rosenkranz ankam, der dachte, der tischelt da und guckt, das kann einfach nicht mehr sein. Naja, und dann hörte ich aber zu. Oh ja. Dann hörte ich wirklich zu. Sogar ganz genau. Und das hat lange gedauert und bis ich es richtig auf die Reihe hatte. Und die haben hüben wie drüben, haben die geschützt bis zum Gehtnicht, bis sie das in meinen Kopf reingekriegt haben. Ich möchte euch wirklich bitten, ich halte euch nicht für begriffsstutzig und ich möchte bitten, dass viele es schon längst raus haben und vielleicht sich das Ganze mal so aus Freundlichkeit mal angucken, aber eigentlich brauchen sie es auch nicht mehr. Aber bitte begreift, dass das, was ich euch erzähle, ein langer Prozess gewesen ist. Ich hatte doch vor ein paar Stunden gesagt, du beginnst zu denken. Wenn du denkst, dann denkst du nur, du denkst. Aber das setzt einen Prozess in Gang und der bewegt in dir einiges. Und jetzt fängst du auch noch an zu denken, dass du alles in Kristallschwingung bringst. Denn dein Bewusstsein, das wird auf den Kopf gestellt. Nun, schon langsam am Start und man mutet dir nicht mehr zu, als du tragen kannst. Man könnte sagen, du mutest dir nicht mehr zu, als du tragen kannst. Weil es ja auch noch einige körperliche Symptome noch gibt. Dein Körper, der ist dein eingefleischtes Ich vor 10 Jahren. Oder vor 20. Vor 30, vor 300 Jahren.
Das ist alles hübsch gemütlich da eingespeichert. Und das muss jetzt rausrotiert werden, rausgedreht werden, als rausgewaschen werden. Wassermarsch. Ja. Okay, aber jetzt haben wir auch mehr Geduld mit uns. Wenn wir jetzt auch noch begreifen, dass wir dabei sind, unser eigenes Füllhorn aufzufüllen, damit wir wieder frei atmen können, damit wir wieder frei leben können, ja, dann begreifen wir auch, warum wir es in dieser Zeit auch so schwer haben manchmal. Wir begreifen auch, warum wir noch einige unangenehme Gesellen noch zu ertragen haben, warum die noch in unserer Nähe sind. Durch die Kristallschirme kriegst du die aber schnell weg. Einfach nur eine Beschimpfung, ah, du blöde Kuh, ich will dich ja nicht sehen oder so, das reicht nicht. Die Verbindung wird dadurch nicht aufgelöst, aber die Verbindung wird mit Kristallenergie aufgelöst. Und ich bin ziemlich sicher, dass du das verstehst. Ganz sicher. Aus zwei Gründen. Einmal, weil niemand auf meinem Kanal ist, der das nicht verstehen will und der das nicht verstehen kann. Und der zweite Grund ist die Zeit drängt. Die Zeit drängt. Jetzt nicht, wer weiß, wie das, dass wir sagen müssen, oh Gott, nicht nächste Woche sind wir alle sonst im Eimer, das nicht. Aber die Zeit drängt insofern, als wir im Jahre in einem Zeitalter leben, wo das begriffen werden wird. Und die Frage ist nicht, ob die Menschen das begreifen. Die Frage ist, wer dann noch da ist, um es zu begreifen. Das ist ähnlich wie mit einer Schulklasse. Wenn das Schuljahrsende da sich nähert, dann wird geguckt in den Zeugnissen, wer schafft den Sprung in die nächste Klasse und wer nicht. Das ist alles. Ich bin eigentlich mittlerweile beim Leben ganz relaxed, weil ich aber merke, was das eigentlich für ein irres Ding ist. Abgesehen davon, dass wir, also eigentlich ist das Leben doch eigentlich ganz, ganz nett. Also wenn man es mal genau, also eigentlich ist es ja doch ganz nett. Also eigentlich ist es doch ganz hübsch. Denn eines ist sicher, du hast die Gewähr, ganz egal wie dein Leben hier aussieht, es spielt wirklich keine Rolle, ob lauter Opfer und nur noch Ärger oder nur noch Brutalo oder was auch immer, das ist erstmal egal. Nach dem Tod ist erstmal Ruhe. Feierabend. Und dann haben wir erstmal alle Luft. Ja, aber dann wollen wir wieder ein neues Leben anfangen. Wir wollen ja. Himmel, wir wollen vergeben, wir wollen wandeln. Wir wollen nicht alle da holzig allen zuwinken und sagen, ich vergebe euch allen. Das ist doch Quatsch. Nein, wir wollen alles umwandeln. Ich komme ja nicht auf die Welt, um ein Märtyrerleben hier zu leben und um dann zu sagen, ich vergebe euch allen. Das ist doch alles idiotisch. Sondern ich sage, komm, ich wandle alles, voll der Ärger. Mann, meine Güte, nochmal, die halbe Portion hätte es auch gebracht. Aber nein, nein, ich muss wohl erstmal zusehen, dass ich das alles irgendwie erstmal begreife. Ach ja, so allmählich ist das Leben ja doch ganz nett. Ich finde sie eigentlich ganz nett allesamt, weil sie haben viel Geduld mit mir gehabt und ich jetzt auch. Und das ist wohl auch der Grund, warum ich mich immer wieder zu Wort melde. Ich weiß, dass ich nicht alle erreichen kann das geht schon allein durch meine Energien nicht, für wen ich erreichbar bin und wer für mich erreichbar ist und wer nicht. Das ist doch gar keine Frage. Ich komme nicht her, um die ganze Welt da zu missionieren, auf gar keinen Fall. Das tue ich sowieso nicht. Missionieren kann sowieso keiner Mensch, sowieso keiner den anderen. Aber ich kann auch nicht die ganze Welt erreichen, das ist mir auch klar. Aber wenn es ein paar hundert Leute verstanden haben, dann und die wiederum ebenfalls ein paar anderen das irgendwie verklickern können, dann wird das Ganze ein ganz schön umspannendes Netz. Wenn nur einer es drei Leuten erzählt und drei Leute es wiederum nur drei Leuten erzählt und dann werden irgendwann aus 10, 20 oder dann werden irgendwann aus 10, 100 und aus 100 werden 1000. Ganz einfach deshalb, weil sich das wie eine Lawine ausbreitet. Und wo das denn angefangen hat? Welchem Land? Ja, mein Gott, wie interessiert's? Hauptsache, wir begreifen es. Und ich finde, jetzt ist gerade die richtige Zeit dafür. Wir haben es nämlich alle gründlich satt. Nicht zu wissen, was hier los ist. Tja, das ist schon merkwürdig.
Im Schlaf, wie gesagt, du holst ja dann ein bisschen was, schöpfst du noch aus deinem Guthaben, damit du hier die nächste Zeit gut überstehst. Und es ist schon drollig, dass wir Schlafforscher haben, die genau herausfinden wollen, was eigentlich genau beim Schlaf passiert, was soll da passieren. Also, da frage ich mich manchmal, sag mal, also entweder sind Wissenschaftler besonders dumme Leute oder extrem närrische Leute. Also, ich verstehe das einfach nicht. Ich meine, so interessant ich Wissenschaft auch finde. Und wenn man dann will, dann kann man richtig ins Detail gehen. Das ist richtig. Aber ich finde doch, bevor ich anfange, ins Detail einer Wissenschaft zu gehen, sollte ich doch zumindest begreifen, was das Leben überhaupt soll. Bevor ich da anfange, da die großen Mysterien in der Physik oder in einem Universum aufdecken zu wollen. Ich habe das mal in einem Buch gelesen. Wir größenwahnsinnigen Schnösel. Und ehrlich gesagt, da sprach sie mir echt aus dem Herzen. Das war das Buch von Katja Wolf, Magie. Da kam das her. Wir größenwahnsinnigen Schnösel. Ja, das ist wohl so. Wenn man immer nur von seinem Guthaben zehrt und auf einmal dann bei anderen das schnell abgreift oder so, dann wird man größenwahnsinnig. Das ist schon richtig. Mao, Stalin, Hitler, schon mal gehört? Das waren solche. Ich glaube, glücklich waren sie anschließend nicht, aber das ist nicht meine Sache. Ein weiteres Ding noch, den vom Ganges hast du schon mal gehört, nicht wahr? Und das ist doch der Fluss, der heilige Fluss, wo dann also alle Gläubigen einmal im Jahr da in die Fluten springen, um dann sich dann erstmal zu reinigen. Wenn jemand aurasichtig ist, dann würde er erkennen. Also man muss sich schon wundern. Ich möchte hier die Autorin von dem Magie, die Katja Wolf, zitieren, weil ich das fast auswendig kenne, was sie dazu geschrieben hat, weil das einfach zu gut war. Sie sagte, die Tatsache, dass sich der Fluss des Ganges ist ja völlig verdreckt. Kippt ja jeder seinen Müll rein. Die Industrie und die Bauern und was weiß ich was. Alle schmeißt da sein Mist da rein. Also der hat sie geschrieben. Die Tatsache, dass sich die Menschen alljährlich nicht bei ihrem Bad im Gange ist, im Reinigungsbad einmal im Jahr, nicht die schlimmsten Infektionen holen, ist geradezu ein Beweis für die Heiligkeit des Flusses. Da hat Katja Wolf wohl ziemlich den Nagel auf den Kopf getroffen. Aber ich sage dir durchaus nicht, dass du jetzt nachher, wenn ich auf zum Ganges fahren muss, ich war noch nie da. Aber es reicht vollkommen aus, dass du das im Geist dir reinrufst. Ich bin in der Sphäre des heiligen Ganges. Und ich bin in der Sphäre des heiligen Klanges. Das reicht, dass du das sagst. Du musst durchaus dich jetzt nach Indien fahren und dann in die Fluten zu springen. Es reicht, dass du das denkst. Jeder, der alles in die Kristallschwingung bringt und alles in die Kristallschwingung dreht und es will, der ist früher oder später genau in dieser Sphäre. Das ist die Erneuerung. Das ist die Regeneration. Es reicht vollkommen aus. Ich bin in der Sphäre des heiligen Ganges. Ich bin in der Sphäre des heiligen Klanges. Ich bringe alles in Kristallschwingung. Das kannst du, das kann, das ist die Frage, was du geistig bewegst. Und so gestaltet sich ja auch dein Leben. Und also für den Fall, dass du denkst, du bist jetzt hier schon so einen spirituellen, abgehobenen Yogi oder sowas, durchaus nicht. Übrigens gibt es viele Yogis, die ganz normale Berufe haben und völlig in einer Lebensmitte angekommen sind. Sie haben nur keine Lust, sich davon vereinnahmen zu lassen. Das ist was ganz anderes. Und ich würde sagen, die meisten Menschen sollten diesen Bezug wieder kriegen, also ihren geistigen Bezug. Das ist ja auch schon eine ganz gute Idee. Und dann denke ich mal, dann werden wir es, dann schaffen wir das auch ganz gut. Dann schaffen wir auch die nächsten Herausforderungen. So, das schaffen wir. Nur Mut. Ich sag ja, der Zustand der Welt, das ist wirklich so dramatisch. Das können wir doch wohl besser. Können wir auch. Ich sage ja, ich wünsche dir alles Gute. Ich danke dir fürs Zuhören und toi, toi, toi. Tschüss.